Jo, da sind wir wieder bei Final Fantasy X. Beim letzten Mal haben wir hier die Donnersteppe begonnen. Oh, Präventivschlag. Sehr gut. Dann kann ich ja doch nochmal kurz klauen. Von dir. Den Mondschleier. Habe ich jetzt immer noch nicht nachgeguckt, was das macht. Ich kann auch gerade keine Items. Ach doch, da. Irgendwas, was ich hier benutzen kann? Nö. Wahrscheinlich wieder einfach nur irgendwas zum Umwandeln und sowas. Ich habe hier eh einen Angriff, mehr oder weniger einen Angriff frei. Nein, nicht Auron. Huch. Was auch immer da gerade passiert ist. So, mal gucken, ob ein Wasser ausreicht. Ganz knapp nicht. Schade. Na gut, aber Titus kann ihn ja wohl jetzt normal angreifen. Ja. Und du darfst dann nochmal ein Wasser auf das Vieh machen. Zum Glück hat sie so viel MP. Gelbes Band. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch so eine gewisse Sturmimmunität gibt. Jo. Können wir das von mir auch nochmal umbauen, das gelbe Band. Noch ein bisschen KP vielleicht oder sowas draufpacken. Wo ist denn das? Da unten. Kann ich irgendwas draufpacken? Ja. Aber jetzt möchte ich meine X-Potions da nicht jetzt verschwenden für. Oh, ein bisschen hier. Davon drauf. Jo. Okay. Dann gehen wir mal weiter. In eine Cutscene. Gut, dass ich hier angehalten habe beim letzten Mal. Whoa, that was a close one. Stop kidding around. Yes, ma'am. What's wrong? You're giving me the creeps. What? Hey, whoa! I want to go home. I hate lightning. I hate thunder. Let's go rest over there, please. This storm never stops. Better to cross quickly. I know, but just for a little while. Well, what now? Das sah ganz sehr interessant aus, wie sie über den Boden gekrabbelt ist. You're mean, cruel. Your moms would be ashamed of you. Are you having fun doing this to me? Fine. We rest. She's worse than the storm. Sehr gut. Lady Summoner, yes, just over that way. Thank you. Hat sie irgendetwas an ihr dran, was ihr sofort anzeigt, dass sie ein Medium ist? It's not like her. Das ist Aufzeichnung eines Mediums. Okay. Früher hauste auf dem Kontinent Jose eine Monsterart namens Kaktor. Die Kaktoren zerstörten Ernten über vielen Reisen und wüteten ohne Enden. Da erschien Sir Gandalf, der Mann, der später zu einem Medium werden sollte. Sir Gandalf durchreiste den ganzen Kontinent und trieb die Kaktoren in diese Ebene. Er jagte einen Kaktor nach dem anderen und brachte ein Viereck-Siegel an. Plötzlich lösten sich die Kaktoren in Rauch auf und wurden von Stein aufgesogen. Sie sind seitdem in jedem Stein versiegelt und Tag und Nacht dem Donner ausgesetzt. Bis jemand das Viereck-Siegel bricht, werden die Kaktoren dort gefangen sein. Sir Gandalf vollbrachte ruhmreiche Taten in ganz Spira. Seiner Überzeugung nach besteht die Aufgabe des Mediums nicht nur darin, gegen Sin zu kämpfen.
okay. You're not resting. Go away. Okay. It's not easy being a guardian to a summoner so young. Are you that scared? When I was little, a fiend attacked me while I was swimming at the beach. My brother tried to beat it back with a spell. But he missed and hit me instead. It was a thunder spell. Ouch. I've been scared of lightning ever since. But it can be effective. Magic is effective against marine fiends. My brother said that too. You should learn some spells too. Maybe later. Nice to see you again. Welcome to the Rin Travel Agency. Oh. Shh. Yuna looked preoccupied. Was it because of Jiskel? I wonder what's wrong with Yuna. How goes your study of our language? Geht so. That is good to hear. Allow me to present you with this book for your study. Nummer 14. H ist N. Ich bin ein Albert... Was für ein Ding? Kriaman. I wonder. Would that be Sir Orin by any chance? Ja. Ah, as I thought. I've been wondering since I saw him at the Meehan High Road branch. Sir Orin, I wonder if you remember me. 10 years ago, at the beginning of Lord Braska's calm. Yes, I should thank you. Not at all. I could not leave a wounded man to die. However, I was surprised when I saw you gone the next morning with that wound. An ordinary man would not have been able to walk. I'd rather drop that subject, Rin. As you wish. Wie viel haben wir eigentlich mittlerweile schon von den Büchern? Sind die irgendwo? Ah. Ja. Ich habe die Hälfte von allen bisher gefunden, denke ich mal, wenn es bisher 14 sind. Sag noch was? Maester Seymour and his entourage passed by a while ago. Oh, okay. The Maester is to be married soon. Nein. Excuse me, where did you hear that? The Guado are telling everyone. Oh, they are they? Ein kleines bisschen voreilig, ja. Minimal. Na gut. Können wir zu Yuna hinten gehen? Really, I just, I'm sorry. I shouldn't have come in. Hey, wasn't that Jiskel Guado guy? The sphere is his will. It says, take care of my son. Huh.
His son, Seymour? Well, I know one way to take care of him. I'm sorry. Huh? What do you think you're up to? Yuna was acting funny. Yeah, She'll tell us when she's ready, so hold your chocobos till then. Yeah. All right. Also hat sie gerade mit diesem Apparat seinen letzten Willen gehört oder so? It's not stopping, is it? Don't tell me you were hoping it would. Fine, stay here. All right already. But you didn't have to say it like that, you know. You could be more comforting or something. You know, try to cheer me up. You just don't get me at all, do you? Hey, are you listening? I'm not scared. I'm not scared, you hear? What? Paparazzi? Okay. Na dann. Könnt ihr eigentlich noch einkaufen? Was gibt's denn hier so Schönes? Ja gut, ich brauche erstmal kein neues Schwert. Das ist gut genug. Meine Waffen sind eh alle. Na, wobei. Glaube. Ich könnte mir ein neues Schwert kaufen hier. Eine neue Fähigkeit draufpacken. Und das könnte ich auch machen und auch nochmal durchschauen draufpacken. Dann habe ich das auf jeden Fall. Ich finde, mein Donnerschild ist besser als das Donnerschild hier. Donnerwappen. Na, der Sturmschutz ist da doch ein bisschen besser. Aber den gelben Reif könnte ich eigentlich. Habe ich nicht einen, so einen Reif bekommen, irgendwas? Muss mal kurz gucken. Habe ich da nicht irgendwie so einen Reif bekommen? So, nein, ich möchte nichts. Für wen waren die Reife nochmal? Auron? Nee. Band. Da. Nee, ich hab keinen. Okay, dann kaufen wir dir mal eben so einen Reif. Boah, teuer. Nee, brauchst du nicht. Hast du nicht nötig. Umbau. Irgendwas ganz unten wahrscheinlich, oder? Genau, die Fata Morgana. Was können wir denn da noch draufpacken? Noch mehr Angriff. Na, die Wandlerfähigkeit möchte ich jetzt nicht unbedingt da drauf packen. Ich glaube, ich lasse mir das nochmal frei. Aber hier möchte ich auf jeden Fall durchschauen drauf packen. Und wir können vor allem mal das Ferobrett so ein bisschen bearbeiten, sehe ich gerade. Ich habe da doch so ein bisschen wieder angesammelt. Folge ist eh schon wieder fast vorbei, von daher kann ich jetzt erstmal wieder hier bearbeiten. Ganz fix. So, du hast wieder ein bisschen was dazu bekommen. So, wo kannst du denn jetzt erstmal hin? Ich könnte sogar da hingehen und mir. Was ist denn das überhaupt? Kann ich mal das anschauen? Ich möchte gucken, was das ist. Ach ne, ich kann ja nicht, weil ich mich drauf bewegen würde sonst.
Magie. Okay, auf Magie kann ich verzichten. Gehen wir mal direkt mal dahin. Ich glaube kaum, dass Tidus wirklich so viel Magie brauchen wird. So, und dann bewegen wir uns dahin. Okay. So, Auron. Du bewegst dich einfach mal direkt dahin, würde ich sagen. Und benutzt erstmal hier wieder die ganzen Sachen. Gut, dass ich nicht so viele Abilities lerne, dass ich so viele Ability-Spheroiden brauche. So, du gehst dann hierhin. Und benutzt da die beiden Wundersphäroide. Für Magie und MP. Ist doch Magie, oder? Ja. Kimari. Welche Richtung möchtest du denn eigentlich gehen? Ich muss nach oben gehen. Gehen wir erstmal dorthin. So, da würde ich in den Bereich von Tidus, glaube ich, reinkommen. Wobei ich ihn eigentlich lieber hier so ein bisschen entlang entwickeln möchte. Da gibt es nochmal KP Angriff. Und noch mehr KP und Angriff. Und da ist aber schon wieder Level 2. Und da geht's. Wer ist denn hier auf der Seite? Ah, das ist Yunas Seite. Vielleicht bekomme ich ja sogar ein Level 2 Teil bis hierhin. Und könnte so ein paar Techniken von Yuna lernen. Für ihn. Wenn es ein bisschen dauert, bis er dann bei, zum Beispiel bei Vita ist und so. Oder ich mache ihn wirklich hier so ein bisschen Richtung Tidus. Nee. Erstmal hole ich mir auf jeden Fall die Sachen hier. Weil das sieht doch ganz gut aus, was es da so alles noch gibt. Das heißt, geh mal direkt dahin. Und benutze mal die beiden. Na, Kraft und Wundersphäroid. So, Yuna. Du gehst mal dahin, das ist ja eh alles mehr oder weniger optional. Gut, Angriffskraft ist jetzt nicht so wichtig, aber die KP sind da doch ein bisschen wichtiger. Und das, was da oben ist. Ah, Geschick. Okay. Wacker. Du kommst von links und gehst nach rechts. Hey, Moment. War ich hier schon mal? Oder warum kann ich da so weit gehen? Ah ne, der hat 4 Punkte, der hat nicht 2. Ich habe 2, wenn ich bis hierhin gehe, noch übrig. Was gibt's denn? Boah, wobei? Moment. Ich sehe gerade, der bekommt auf jeden Fall auch wieder eine Menge Angriff dazu. Von daher lösen wir mal den Sphäropass hier mal ein. Und gehen mal hier hin. Kraft nochmal drauf. Joa. Haben wieder alle ein bisschen verteilt. Mal noch ein bisschen heilen mit Yuna. Da den Tidus und die selbst. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ja gut, ich hätte aber hier am Speicherpunkt machen können. Egal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.